Okay, Leute, ich hab's jetzt. Es ist tatsächlich gar nicht so schwer. Aber ja, man hätte drauf kommen können. Aber ich kam jetzt irgendwie nicht drauf. Passt mal auf, Leute. Es ist gar nicht so wild. Ja, also der Hinweis war schon gut. Sagen wir mal so. Der Hinweis war schon gut. Also passt mal auf, was wir jetzt hier basteln. Achtung. Man kann es schon fast erkennen jetzt. Ah, ne, was anderes. Alles nicht so einfach mit dem Hin- und Herschieben jetzt hier. Ach, ja, ach scheiße, 2Ds. Also es soll Aladdin heißen. Das Problem ist nur, dass es halt mit 2Ds geschrieben werden soll. Und da wäre ich jetzt nicht unbedingt drauf gekommen. Aber okay. Aha, das schien ein guter Name zu sein. Ja. Hallo Bassam, wie wäre es hiermit? Ich weiß, Sie heißen nicht so, aber Aladdin, wie cool! Ein toller Name für meinen Laden, passt zu allen Alleinstellungsmerkmalen. Schön, dass er Ihnen gefällt. Sie sind ein Genie, George. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, sagen Sie einfach Bescheid. Ja, vielleicht gibt es ja auch verschiedene Schreibweisen von Aladdin, aber ich dachte immer, es wird mit einem D geschrieben. Egal. Vielleicht kann er uns jetzt helfen, einen Köder für die Kakerlake zu finden. Die Auslage war ein Haufen Retro-Kitsch vom Feinsten. Weinkorken, Schlüsselanhänger, Glückwunschkarten mit Mu. Ja, das hat man schon gehabt. Ich wollte mit ihm Ah, sprechen. Monsieur Stobbart, was kann ich für Sie tun? Seine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Kennen Sie zufällig eine gute Methode, um eine Kakerlake zu fangen? Ehrlich gesagt, liegen mir Fragen zum Haushaltsausgleich unter liberalen ökonomischen Rahmenbedingungen mehr, George. Aber als Laie würde ich eine Falle vorschlagen. Auf gar keinen Fall dürfen Sie sie einfach zerquetschen. Und warum nicht? Weil Ihre gesamte Familie den Geruch wittern und zur Beerdigung vorbeischauen würde. Oh. Das wollen wir nicht. Sie brauchen eine Art Behälter. Dann würde ich das hier reinlegen. Aha, wir kriegen was. Teegebäck? Was ist das denn? Ein Keks? Der perfekte Kakerlakenkeks. Trocken, langweilig, man schmeckt nichts und will trotzdem immer noch einen. Ich werde es mal versuchen. Okay. Ja gut, wenn Freut er mich, meint. wenn ich helfen konnte. Ja, schön. Ja, dann fragen wir jetzt noch ein paar Sachen jetzt hier ihn, ne? Ja. Wissen Sie etwas über Vera Security da drüben? Nichts Genaues. Ich bin noch nicht lange hier, aber die auch nicht so, wie es aussieht. Was meinen Sie damit? Schnell hochgezogen, der Laden. Neues Schild, geringe Investitionen und keine Kunden außer Ihnen. Okay. Ihr neues Schild gefällt mir wirklich. Es ist herrlich. Ich schulde Ihnen was. Wie finden Sie das? Ich bin sprachlos vor Begeisterung, George. Dank Ihrer Hilfe kann ich jetzt mein Retro-Angebot an Glückwunschkarten mit Musik, Haarbürsten und Souvenirs verkaufen. Und Sie wissen ja, was man sagt. Glückliche Verkäufer haben glückliche Kunden. Ist auch voll viel los hier, ne? Was verkaufen Sie denn so? Na, endlich fragen Sie danach. Ich verkaufe all das, was Sie sonst nirgends in Paris bekommen. Zum Beispiel? Englische Biskuits, türkischen Honig, französische Audiokassetten, brasilianische Betamax-Videos. Super, ja, das kriegt man wirklich nirgends. Danke für den Keks. Gern geschehen. Ja, okay. Das Rasierwasser. Riechen Sie mal hier dran. Hui, das ist noch das echte Zeug. Ja. Können Sie einen Nagelknipser gebrauchen? Ah, ein Nagelknipser, der kleine Bruder des Taschenmessers. Ich mag das Ding. Ich behalte es lieber. Ja, ich glaube, er wollte es auch gar nicht. Ich hielt das für relativ zwecklos. Ja, es würde ich ihm auch nicht zeigen. Ich beschloss, das Kabel mitzunehmen. Ach so, Wenn natürlich. Bassam gewusst hätte, wie wackelig der Schriftzug war, wäre er noch unzufriedener damit gewesen. Okay. Ich habe ein paar Streichhölzer. Sollte man immer am Mann haben. Ja. Dass er eben auch wirklich alle möglichen Sachen zeigt. Okay. Wir gehen jetzt mal wieder rein und können jetzt wahrscheinlich den Keks in die Falle legen und dann spricht sie wahrscheinlich mit uns. Finde ich gut. Die Musik klingt wie so ein Horrorfilm, wie bei Texas Chainsaw Massacre. Dieses.
Ich legte einen Köder in die Streichholzschachtel. Ich konnte der süßen kleinen Falle selbst kaum widerstehen. Lecker, ja. So, Schachtel zu. Erwischt. Sie sind ein Gentleman, zweifellos. Ich hasse Kakerlaken. Stets bereit, einer Dame in Nöten zu Hilfe zu eilen. Darauf möchte ich wetten. Kann ich Ihnen helfen? Ja, das hoffe ich doch. Mit wem kann ich hier ein paar geschäftliche Dinge besprechen? Mit mir, Cherie. Ich bin Annette, die Managerin. Du meine Güte, tut mir leid. Ich wollte Sie nicht... wegen der Handschuhe, verstehen Sie? Oh, den Fehler machen viele. Aber wenn Sie es dann merken, baut mich das wieder auf. Oh, ich wurde auch schon wieder aufgebaut. Sehr oft. Praktisch von null wieder aufgebaut. Ich finde jetzt schon zwei Sachen merkwürdig. Zum einen, dass die Managerin selbst an der Theke steht und die Kunden bedient. Das ist schon mal sehr merkwürdig. Und dann ist die Managerin von Vera Securities Annette. Warum ist das dann nicht Annette Securities? Das stinkt doch alles schon zum Himmel. Okay, quatsch mal mit dir. Was kann ich für Sie tun? Gut, dann zeigen wir ihr doch mal diese Rechnung. Da steht, dass Vera mit der Sicherheit der Galerie beauftragt wurde. Da haben Sie wohl keine gute Arbeit geleistet, was? Woher haben Sie das? Aus der Galerie. Es gab einen Diebstahl im Les Arts Bleus. Ein Gemälde wurde geraubt. Der Vertrag wurde gekündigt. Sie können uns nicht die Schuld geben. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Der Laden stank förmlich nach Briefkastenfirma und die einzige Anwesende war nicht sehr hilfsbereit. Vielleicht würde ich im Büro selbst mehr Informationen finden. Sind Sie fertig? Ich würde mir nämlich gern das nächste Rennen anhören. Ja, das passt ja alles super zusammen. Aber der Vertrag wurde gekündigt, ist doch auch wieder Schwachsinn, oder? Ich glaube, das hilft mir alles nichts hier, ne? Erkennen Sie es wieder? Puh, das Zeug brennt einem glatt die Haare von den Beinen. Ich hatte mal einen Chef, der das Zeug benutzt hat. Sie wissen, was ich meine. Nö. Ich hoffe nicht. Nagelknipser. Kommt Ihnen dieser Nagelknipser bekannt vor? Ja, ich meine natürlich nein. Woher sollte ich den kennen? Okay, jetzt sind wir uns sicher, ne? Jetzt hat es sich auch noch verplappert. Nein, danke. Streichhölzer? Ich habe ein paar Streichhölzer. Ja, ich habe gesehen, wie Sie sie mitgenommen haben. Behalten Sie sie. Ich kann es mir nicht mehr leisten zu rauchen. Okay. Ich habe einen Keks. Diese staubtrockenen Hustedinger sind widerlich. Es ist so doof, weil... Er versucht immer ernst rüberzukommen und dann steht er vor irgendwelchen wildfremden Menschen. Ich habe einen Keks und zeigt ihn. Also letztendlich mache ich das ja. Aber das ist so schwachsinnig eigentlich. Ich habe die Kakerlake gefangen. Schauen Sie mal, ist sie nicht putzig? Die geht. Bleiben Sie mir vom Leib damit. Ich glaube, die brauchen wir tatsächlich später noch. Danke. Ja, die war wirklich sehr, sehr hilfreich. Können wir den Rattenkadaver mitnehmen? Er will nicht, okay. Schublade? Wahrscheinlich meckert sie jetzt rum, ne? Würde es Ihnen was ausmachen, die Finger von der Büroeinrichtung zu lassen? Echt erstaunlich, was Annette alles aus dem Augenwinkel mitbekam. Naja, wir stehen rechts neben ihr, also, ja. Sogar die Blume sah deprimiert aus. Okay, was haben wir noch hier? Zur Tür kommen wir nicht hin. Bitte bleiben Sie auf der anderen Seite. Irgendwie schien sie übersinnliche Fähigkeiten zu haben. Es war, als könne sie spüren, was ich vorhatte. Spüren? Passt mal auf, wir machen das jetzt wie folgt. Wir gehen jetzt raus und rufen hier an. Und dann locken wir sie irgendwie raus, wie auch immer wir das dann machen. Pass auf. Wo ist das Telefon? Da. Und jetzt rufen wir hier an. George Stobbart hier. Ich sehe Sie durchs Fenster, Monsieur. Warum kommen Sie nicht rein und hören auf, meine Zeit zu verplempern? Ich glaube, das war dämlich. Wir gehen mal hier weg. Ich beschloss, so lange zu bleiben, bis Annette mir alles erzählt hatte, was sie wusste. Ah, okay. Dann geh, wie ist es hier in die Ecke?
Aber ich finde es clever vom Spiel, dass sie das so gemacht haben, von wegen, ich sehe sie durchs Fenster. Das finde ich schon geil. Okay, wir machen das jetzt nochmal und rufen nochmal an. George Stobbart hier. Nee, das kannst du gar. Sorry, da hinten kannst du mich gar nicht durchs Fenster sehen. So lange geht dein Laden gar nicht. Ah, also so hilft's nicht. Ich frage noch mal ihn. Vielleicht hat er ja eine Idee. Vielleicht kann er ja die Firma anrufen. Ah, Monsieur Stobbart, was kann ich für Sie tun? Das weiß ich auch noch nicht so ganz. Kiosk, Kakerlake? Ich habe die Kakerlake gefangen. Hier, sehen Sie. Ausgezeichnete Arbeit. Lassen Sie sie nur bitte nicht in der Nähe meines Ladens frei. In ein paar Wochen wimmelt es in diesem Laden von Leuten. Hoffe ich, nicht von Ungeziefer. Ich glaube, ich behalte sie. Ich werde sie Trevor nennen. Interessanter Name für ein Weibchen. Oldschool, beruhigend, harmlos. Ich sehe, Sie denken strategisch, George. Ja, okay. Keks, Streichhölzer. Das wollte ich nicht. Kakerlake. Das haben wir ja alles schon mit ihm bequatscht, ne? Ja. Das hilft uns nicht weiter. Wir können noch mal zur Ich ließ Neo. sie lieber so, wie es war. Okay. Bassam schien damit zufrieden zu sein. Ja, gut. Was können wir denn noch hier machen? Den Kiosk haben wir uns schon angeguckt. Wir können auch nicht weiter hier runter, ne? Naja, da ist die Straße zu Ende. Also wir müssen anscheinend da drinnen irgendwie weitermachen. Der Die Stromkasten. Klimaanlage passte sehr schön zu den Art Deko-Verzierungen. Können wir damit was machen? Ha, fand die unten schwierig, ne? Mit dem Nagelknips. Du kommst da wahrscheinlich nicht ran, ne? Ich brauchte eine bessere Idee. Nicht mit leerer Laden, Entschuldigung. Ich wollte den benutzen mit dem Stromkasten. Da. Das würde niemals klappen. Okay. Dann nicht. Ja, dann müssen wir wieder reingehen. In den leeren Laden komme ich nicht rein. Ja, dann gehen wir nochmal rein. Radio? Hey, was soll das? Ich wollte das Rennen hören. Annette beobachtete mich mit Argusaugen. Okay, jetzt haben wir es anscheinend weggestellt, abgestellt. Können wir doch was auf dem Tisch machen? Ich hab. Hallo? Ich habe auf den Tisch geklickt. Tisch. So. Jetzt geht's. So, Aschenbecher. Die Schachtel. Romanows, ein leeres Päckchen. Ja. Okay. Der Aschenbecher war voller Zigarettenstummel. Ja, mir ist hier anscheinend wirklich nichts zu holen. Okay, gut. Oder kann ich hier noch irgendwas machen? Sieht nicht danach aus. Okay. Das Telefon benutzen? Geht das? Beim Vera-Telefon wurden sämtliche Kosten und Mühen gescheut, besonders die Kosten. Ja, dann. Ich quatsch jetzt nochmal mit ihr. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, die wir bequatschen können. Was kann ich für Sie tun? Ja, dann. Ach, oh, Glücksspiel. Ah. Haben Sie auf ein Pferd gewettet? Nein, ich höre nur gerne, wie Hufeisen auf den Boden trommeln. Ein ungewöhnliches Hobby. Nun seien Sie nicht so blöd. Natürlich habe ich 50 Mäuse auf Lucky Break gesetzt. Ah, naja, ich hoffe, Ihr Pferd gewinnt. Das tue ich auch, Sherry. Das tue ich auch. Die Bürotür. Annette, wollen wir zweimal kurz im hinteren Büro verschwinden? Hallo? Wofür halten Sie mich? Bitte? Nein, also nein, ich meine, darf ich da mal einen Blick reinwerfen? Geil. Oh, verstehe. Nein, dürfen Sie nicht. Das ist privat. Ah, das war geil. Okay. Das Kabel will sie wahrscheinlich auch nicht, ne? Nein, danke. Das war das, genau. Gespräch beenden. Das Thema hatten wir schon. Ja, das haben Sie mir schon mal gezeigt. Ja.
Aber ich kann nichts weiter besprechen, das ist das Problem. Danke. Ha. Das ist doch jetzt bescheuert hier. Was soll ich sonst hier noch machen? Bin ich hier der Kammer hier? Schublade darf ich nicht. Ist hier noch irgendwas, was ich jetzt übersehen habe? Also hier im Laden? Telefon. Ah, Annettes schwarzes Buch. Finger weg, Sie! Kann ich es mir wenigstens mal ansehen? Auf keinen Fall. Dieses Buch ist sehr privat. Können wir Sie jetzt auf das Buch ansprechen? Mal ganz kurz gucken, ob da was Was da kann ich für Sie tun? ist. Nee, können wir nicht. Na gut. Danke. Mann! Tote Pflanze. Können wir die tote Pflanze anzünden? Das war beinahe eine grandiose Idee. Ich finde schon. Beinahe. Ich finde schon, dass es das eine grandiose Idee ist. Ja. Ja. Ja, so. Das Schild von Vera Securities. Das kann er jetzt nicht. Ra weggehen will er ja nicht. Das geht auch nicht. Und ich kann ja nicht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich jetzt hier festhänge. Telefonieren kann ich auch nicht mit ihr? Ha. Die Auslage war ein Haufen Retro-Kitsch vom Feinsten. Ja, und mit ihm. Wallenkorken, Schlüssel an. Ja. Bei ihm gibt es auch keine neue Ah, Option, ne? Messieurs. Nee, ich frage nochmal nach der Kakerlake. Der Keks hat gewirkt. Richtiger Kunde und richtiges Produkt. Die Kombination funktioniert immer. Oh. Ja, schön. Was verkaufen Sie denn sonst noch so? Schauen Sie einfach ab und zu mal rein. Sie werden sich wundern. Ach, wirklich? Ja, es hilft mir alles nicht. Ich hielt das für relativ zwecklos. Ja, ist schade, dass du das tust. Kabel. Was soll ich denn mit dem Kabel? Kann ich hier irgendwas kombinieren? Kann ich hier auch nichts, ne? Ne, sprechen, betrachten, Inventar. Ja, Kann ich mit dem Kabel die Tür zumachen? Nee, ich musste was anderes versuchen. Ah, befürchte. Ich könnte. Moment, ich kann natürlich andere Menschen anrufen. Ich könnte Nico bitten, bei der Versicherung anzurufen, vielleicht und sie abzulenken. Das hat man schon mal. Sowas. Das probiere ich. Hey Nico, ich bin jetzt bei Vera Security. Ziemlich schäbige Klitsche. Im Moment nicht. Ja, ich dachte. George denkt gerade wieder nicht mit. Unser Chef wird das wahrscheinlich nicht tun, ne? Ich versuch's mal. Mr. Rickenbacker? Henri hat eine andere Sicherheitsfirma engagiert, als ich ihm geraten habe. Vera Security. Ich bin jetzt dort. Ziemlich schäbige Firma. Heraus, was Sie können. Ja, ich danke. Super. Und ich darf wirklich jetzt hier nicht den Platz verlassen, Ich ne? beschloss, so lange zu bleiben, bis Annette mir alles erzählt hatte, was sie wusste. Ah, okay. Super, super, super. Anrufen kann ich sie nicht. Der leere Laden hilft mir nicht wahrscheinlich. Wieso kann ich denn hier nichts machen? Gehen. Inventar. Neue Reklame. Es ist doch alles zum Mäusemelken hier. Ich gehe wieder rein. So, jetzt bin ich wieder hier. Können wir das Radio manipulieren? Mit dem Knipser. Das würde nie funktionieren. Mit dem Kabel? Das war beinahe eine grandiose Idee. Ja. Da, 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 der Tisch. Schublade, das ist ja. Wie können Sie ja. Die Lampe, die kann ich anwählen. Der ganze Laden hatte eindeutig etwas sehr Provisorisches an sich. Kann ich denn eventuell Sie bedrohen mit der Kakerlake?
Ich habe die Kakerlake gefangen. Schauen Sie mal. Wie geht's? Ja, das hilft nicht. Ja, das bringt so nichts. Ich könnte hier drin mit ihr telefonieren. Okay, geht. Hallo, Vera Security? Nee. Sind Sie sicher? Würde es Ihnen was ausmachen, die Finger von der Büroeinrichtung zu lassen? Echt erstaunlich, was Annette alles aus dem Augenwinkel mitbekam. Aber das geht. Wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Okay, dann versuch das nochmal. Hallo, Vera Security, bei uns sind Sie sicher. Finger weg, Sie! Ich habe Nein gesagt. Ha. Schon wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Oh. Jetzt. Buch. Ich wollte sehen, welche Geheimnisse das Buch möglicherweise enthielt. Da war ein Foto. Natürlich habe ich es mir gleich geschnappt. Aha. Ach nee. Ich wollte betrachten wählen. Das ist doch ein unser Lane. Das Foto von Lane und Annette. Der Bursche nahm, was er kriegen konnte. Wollen wir ihr das mal zeigen? Erkennen Sie das hier? Hey, das ist mein Foto. Das sind Sie zusammen mit Lane, glaube ich. Und wenn schon, was soll's? Und was bedeutet er Ihnen? Er ist mein Hector. Genau das, mein kleiner Hector. Ja, hatten Sie nicht gesagt, Sie hätten nichts zu tun mit der Galerie? Hören Sie, die Sache ist die, ich bin erst seit ein paar Wochen hier. Ich hatte mit dem Ding in der Galerie nichts zu tun. Ich übermittle nur die Papiere. Und wer hat vor Ihnen diesen Laden organisiert? Keine Ahnung, die frühere Managerin, sie kam eines Tages einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich sollte eigentlich gar nicht mit Ihnen reden. Der Boss hat gesagt, ich solle meine Klappe halten. Aha. Okay, wir wissen jetzt ein bisschen mehr. Können wir mit ihm quatschen? Ja, bitte. Mit ihm, vor allem mit ihr. Ja, komm, Lane. Also, was ist bei Ihrer Verabredung mit Lane passiert? Ich würde das wohl nicht als Verabredung bezeichnen. Da ist doch wohl was Besseres drin, Annette. War das gerade etwa eine Einladung? Nein, ich wollte sagen, Sie können mir doch bestimmt mehr erzählen. Ach ja, so ist das also. Sie wollen die schmutzigen Details wissen, ja? Nein, erzählen Sie einfach, was passiert ist. Ja, macht sie aber nicht. Ihr Chef, haben Sie seine Adresse oder Telefonnummer? Nein, habe ich vergessen. Ich meine, ich wusste sie noch nie. Annette, jemand hat ein schweres Verbrechen begangen. Sie stecken bis zum Hals in der Patsche. Ich hatte nichts damit zu tun. Hören Sie, ich brauche diesen Job. Ich brauche das Geld. Und es war ja nur ein doofes altes Gemälde. Ist doch keinem was passiert. Naja, Henri ist tot. Auf den Galeriebesitzer wurde geschossen. Und? Getroffen? Leider, er ist ziemlich tot. Oh. Wir ermitteln hier in einem Mordfall. Also, wer ist Ihr Chef? Ich weiß es nicht, ehrlich. Er schickt mir einen Fax, wenn er was will. Wer ist er? Ich habe nie mit ihm geredet, ihn nie gesehen. Sie machen der armen Annette doch keinen Ärger, oder? Danke. Ich war ziemlich sicher, dass Annette mir nichts weiter erzählen würde. Ja. Sie klang verängstigt. Es wurde Zeit, Lane die Daumenschrauben anzulegen. Und ich wusste auch schon, wie. Das ist ja schön, dass du das weißt. Okay, dann können wir jetzt ja zu Lane gehen und ihm das Foto von Annette zeigen. Wahrscheinlich ist das jetzt unser nächster Schritt. Zeit, Lane zur Rede zu stellen. Mhm. Das machen wir nochmal eben. Dann ist auch leider auch schon die Aufnahme bald wieder vorbei. Henri's Wohnung, die Galerie, da gehen wir jetzt hin. Ich finde das schön, dass sie das mit der Karte so beibehalten haben.
Ach so, jetzt finde ich ja Lane gar nicht mehr. Ich weiß ja gar nicht, wo Lane ist. Vielleicht ist er ja im Café, wenn ich Glück habe. Die Galerie war versiegelt. Der ganze Laden sah leer aus. Lane konnte man kaum übersehen. Es sah aus, als sei er nicht da. Dann klopfen wir doch mal kurz. Die Tür war abgeschlossen und mit Polizeiabsperrband gesichert. Ich musste Lane finden und ich war sicher, da drin war er nicht. Okay. Ha. So, wahrscheinlich habt ihr gerade noch mal eben kurz einen kleinen Schnitt gesehen. Ich musste noch mal eben kurz was machen. So, wir gucken jetzt mal, ob der hier vielleicht im Café sitzt, der Lane. Nee, aber der Kellner ist da. Dann können wir ihn zumindest mal eben drauf ansprechen, ob er vielleicht Lane gesehen hat. Das wäre noch eine Idee. Hi. Monsieur? Genau, Lane. Ich suche nach Monsieur Lane. War er mal hier? Oh ja, Monsieur, der kam vorhin vorbei. Er meinte, er wolle Henris Witwe trösten gehen. Ich hoffe, Sie waren nicht zu Hause. Ist klar. Okay, dann müssen wir jetzt vielleicht doch bei Henri vorbeischauen können. Hi. Monsieur? Gut, oh, das habe ich ja gerade gefragt. Gut, dann, ja, kommen wir von hier aus jetzt nicht zur Karte. Ne? Ich würde nur mal kurz zur Karte gehen und gucken, ob wir jetzt vielleicht bei der Wohnung weiterkommen, weil anscheinend ist ja Lane nicht hier. Das würde bedeuten, dass wir von der Karte aus jetzt zu Henris Wohnung können. Dann haben wir jetzt ja vielleicht auch einen Grund, wenn wir jetzt da klingeln und sagen, wir möchten Lane sprechen, dann wird das vielleicht funktionieren. Komme ich nicht aus dem Bild raus, oder was? Wie komme ich jetzt zur Karte? Zum Metro? Muss ich da hin? Ach, da muss ich hin. Ach so, so läuft das hier. Lane tröstete also die Witwe. Der Mann hatte wirklich ein gütiges Herz. Aber sowas von. Gab So, es ich. dahinter einen Plan oder nur seine fragwürdigen Moralvorstellungen? Gute Frage. Ich werde einmal kurz die Sprechanlage betätigen. Ich bin's, George Stobbart. Kann ich raufkommen? Ich weiß, dass Sie das sind, Lane. Ich muss mit Ihnen reden. Mr. Lane, sagt Ihnen der Name Annette irgendwas? Ich muss mit Madame Dubois reden. Okay. Pech für Sie. Denn wenn Sie mich nicht reinlassen, erzähle ich der Polizei von Ihrer interessanten Verbindung zu der Sicherheitsfirma. Sehr schön, dann können wir jetzt hoch. Das machen wir beim nächsten Mal. Und dann können wir beim nächsten Mal mit Lane und Mrs. Dubois sprechen. Ich bin schon sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Würde mich sehr, sehr freuen. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.